Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duolingo. Heute möchte ich euch mal Schwedisch zeigen. Und zwar, Schwedisch ist auch so eine Sprache, da bin ich ein bisschen tiefer drin. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Duolingo diesen ganzen Baum komplett durchgearbeitet, alles auf Gold. Und und die Wiederholung, die ich hier machen soll, die ist wieder ziemlich am Anfang. Ich muss gestehen, so ganz sicher bin ich in der Sprache noch nicht. Aber, und was auch noch wichtig ist, es kann passieren, dass ich manchmal Sachen verwechsle mit Dänisch und mit Norwegisch, weil die sehr nah beieinander liegen. Das möchte ich an der Stelle mal gesagt haben. Aber ansonsten, würde ich einfach sagen, fangen wir mal an. Restoren hier ein Skill, den ich wiederholen soll anscheinend, sagt Duolingo zumindest. Und dann schauen wir mal. Hontikeron honom. Also, wie fangen wir an? Erstmal, Schwedisch ist eine germanische Sprache, nordgermanisch, um genau zu sein. Und das heißt, Germanisch, das ist Deutsch eben auch. Das heißt, Deutsch ist eine westgermanische Sprache, Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine andere Familie von germanischen Sprachen. Aber die sind trotzdem recht nah beieinander, denn sie sind ja beides germanische Sprachen. Und das wird man vielleicht auch ab und zu etwas merken. So, hier vielleicht noch nicht ganz so sehr. Schauen wir einfach mal. Fangen wir einfach mal an, den Satz zu übersetzen. Vielleicht kommt irgendwas, ein schöneres Beispiel. Erstmal ganz schön ist anzumerken, Schwedisch, genau wie Dänisch und Norwegisch, die dürften alle ziemlich leicht zu erlernen sein. Denn man muss nicht viele Wortformen oder sowas auswendig lernen. Also weniger als im Deutschen, weniger als im Englischen. Es ist, was das angeht, grammatiktechnisch simpler, würde ich auf jeden Fall sagen. Also einfacher zu lernen. Also schon mal, ist doch schon mal ein guter Anfang. Zum Beispiel, dass die Verben im Schwedischen verändern sich. In der Gegenwart zumindest. Also wenn man einfach nur die Personen durchgehen. Wenn man tickerom heißt, also ticker, om gehört in dem Fall dazu. Das heißt nämlich mögen, wenn das zusammensteht. Om ist quasi eine Präposition wie um oder sowas. Oder über oder irgendwie sowas. Tickerom zusammen bedeutet mögen. Tickert alleine heißt, glaube ich, nur denken oder sowas. Oder so wie finden oder denken, so in der Richtung. Denken, würde ich sagen, heißt es. Und das verändert sich nach Personen nicht. Also wenn wir, nehmen wir mal das Wort mögen im Deutschen, ja? Da haben wir ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Das verändert sich nach Person, je nachdem, welche Person das ist, die das mögen tut, die mag, welche Person mag, je nachdem verändert sich die Wortform. Das ist im Schwedischen nicht so. Da könnte ich sagen, ja, tickerom, das heißt, ich mag. Da könnte ich sagen, du tickerom, das heißt, du magst. Han tickerom, hun tickerom, er oder sie mag. Wie tickerom, wir mögen. Ni tickerom. Bei der Aussprache tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, aber ungefähr so. Ni tickerom heißt ihr mögt. Und dom tickerom heißt, wird übrigens de geschrieben. Aussprache ist manchmal so ein schwieriges Ding in den nordgermanischen Sprachen. Aber ja, dom tickerom heißt sie mögen. So. Also, das ist erstmal recht simpel. Und wir fangen mal an. Hun ist, habe ich eben schon gesagt, sie. Hun tickerom. Wie gesagt, Aussprache, ich kann es nochmal vorlesen lassen. Hun tickerom honom. Tickerom honom. Hun tickerom honom. Sie, also she, tickerom heißt mögen, likes. Honom leitet sich ab von han. Das ist, ja, er, also in dem Fall dann die Objektform ihn, also sie mag ihn, she likes him. So. Übrigens ganz interessant, heutzutage, oder was heißt heutzutage, es ist ja generell eine gute Sache, wenn man sich, ich sag jetzt mal, ne, da kriegen manche Leute vielleicht die Krise, aber wenn man sich sozusagen gendergerecht ausdrückt. Und da hat sich das Schwedische was ganz Besonderes überlegt. Das hat sich sogar, glaube ich, einigermaßen durchgesetzt. Weil das ganz einfach möglich ist in dieser Sprache. Nämlich, wie gesagt,
Ich gehe mal zum nächsten Satz rüber, dann kann ich auch was tippen, wenn ich was tippen möchte. Und zwar, er heißt Han, ja? Und sie heißt Hun. Ja, und dann, die sind schon mal sehr nah dran. Und dann haben die Schweden sich überlegt, dann machen wir was dazwischen. Das ist Hen. Und Hen kann man benutzen, wenn man nicht, wenn man offen lassen möchte, um welches Geschlecht es sich handelt. Wenn man nicht genau sagen möchte, ob es jetzt er ist oder sie. Wenn man zum Beispiel irgendwas Allgemeines ausdrückt. Ja. Wo es, ja, wenn man allgemeine Sachen sagen möchte, wo es egal ist, welches Geschlecht die Person hat, über die man gerade redet. Weil es jeder sein könnte. Dann kann man Hen nehmen im Schwedischen. Das finde ich ganz cool, dass sie das so im Nachhinein eingeführt haben und dass sich das scheint sogar einigermaßen durchgesetzt zu haben, nach dem, was ich gehört habe. Aber gut, das soll jetzt nicht so sehr das Thema sein. Ich fand das nur ziemlich cool. So, the girl does not love us. So, wo fangen wir an? Also, the girl, ne? Das gehört zusammen. The girl, das Mädchen. Und, einfach nur Mädchen heißt auf Schwedisch Flicka. Ich glaube auch mit diesem Tonakzent hat man im Schwedischen auch. Das dürfte dann Flicka sein, glaube ich. Es gibt entweder die von dem Tonverlauf. Kann Unterschied machen, welches Wort man meint, wie man das vom Tonverlauf ausspricht. Das ist ähnlich wie im Chinesischen, aber doch nicht ganz so, weil nicht ganz so komplex, aber so ähnlich grundsätzlich. Dass man bei zweisilbigen Wörtern entweder sagt, von der Betonung her, dann, dann. Also so eins hoch und dann eins runter von dem Tonverlauf, die eine Silbe. Oder man hat so ein dam, dam. Oder sowas in der Richtung. Dann ist es, das sind so zwei verschiedene Muster. Und ich glaube, Flicka ist so eins mit Flicka, was man so ungefähr ausspricht. So, und das heißt Mädchen. So, jetzt ist aber das Mädchen, ja. Das müssen wir uns genauer ausdrücken. Und wir schreiben jetzt nichts davor. So funktioniert Schwedisch nämlich nicht. Wir hängen nämlich hinten was dran. Und zwar dürfte das Flickern sein. So funktionieren nämlich die Sprachen. Wenn da so man solche Substantive hat und dann ist irgendwas mit N dran, E-N, A-N oder sowas, dann ist es meistens der, die, das, was man da dran hängt. Was man, wie gesagt, nicht vorne dran schreibt als eigenes Wort, wie im Deutschen, sondern hinten dran hängt. Also ein Mädchen wäre Ern Flicker. Das wäre so. Wenn mich nicht alles täuscht, Ern Flicker. Also kleingeschrieben natürlich dann in dem Fall. Denn außer im Deutschen und im Luxemburgischen schreibt man überall Substantive klein. Da ist das Deutsche und das Luxemburgische so ein bisschen, machen ihren eigenen Kram. Aber ja, so. Flicker und Flickern wäre dann das Mädchen. Also Flicker heißt einfach nur Mädchen und Flickern dürfte das Mädchen sein. Es kann auch manchmal im Schwedischen so ein bisschen abweichen, ob man jetzt Flickern oder irgendwie ein bisschen leicht abweichendes der Endung hat, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste so gewesen sein. Flickern dürfte das Mädchen sein. So, does not love us, liebt uns nicht. So, lieben ist im Schwedischen älskar. Da weiß ich auch nicht, bei der Betonung bin ich mir häufig nicht so sicher, ob man jetzt älskar sagt oder älskar. Ist auch nicht so ganz wichtig, denn wenn man einerseits wird man in der Regel im Schwedischen schon verstanden, wenn man das auch keinen Wert darauf legt. Andererseits hört man die Betonung, diese Arten von Betonung häufig gar nicht, wenn man schnell spricht, weil man das eigentlich nur hört, wenn man Wörter etwas mehr betont. Das macht man vielleicht bei einem Wort im Satz ungefähr, dass man das so richtig deutlich raushört, welche Betonungsmuster das Wort hat. So, dann gibt es noch das Wort nicht, liebt uns nicht. Und das wäre inte. Das dürfte auch wieder so diese Betonung haben, dieses inte. Und das heißt nicht. So, Elskar, das Mädchen liebt nicht. So, uns war, was war uns nochmal? War das einfach nur os? War das os? Ich mag das mal hier dazwischen von der Reihenfolge, weil häufig, in vielen Fällen ist die schwedische Reihenfolge der deutschen sehr ähnlich. Vielleicht auch in diesem Fall, ich versuch's mal so. Flickern Elskar os inte dürfte vielleicht heißen, das Mädchen liebt uns nicht. Ich probiere es mal aus. Und es war richtig. Okay. Die Wortreihenfolge war auf jeden Fall in Ordnung. Das Mädchen liebt uns nicht. Und die Musterlösung war, das Mädchen liebt nicht uns. Also es ist schon ein bisschen anders, aber man kann es auch genauso ausdrücken von der Reihenfolge, wie man es im Deutschen machen würde. Ganz interessant. Dom so. Tekke du Maus. Dom,
Dom, hier haben wir es eben, habe ich eben angesprochen, Dom heißt sie, wird aber DE geschrieben. Wird D geschrieben, wird aber Dom ausgesprochen anscheinend. So, Tikkerom haben wir gelernt, heißt mögen. Tikkerom im Verbund, ne? Die beiden Wörter zusammen. Und Os heißt uns. Also sie mögen uns. Dom Tikkerom Os. They like us. So, jetzt haben wir das gleiche nochmal. Dom Tikker. Hoppala. Ticker om os. Ja, ticker om day. Ja, ticker om day. Day. Wie spricht man das genau aus? Ja, ticker om day. Day. Dieses I. Nee, wie war das? Ich, da tue ich mich immer noch ein bisschen schwer. Das klingt so ganz speziell, dieses schwedische I. Ja, ticker om day. Day. Keine Ahnung. Das, da habe ich noch so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Aber ja. Ja heißt ich. Ja. Also I. Tikkerom heißt mögen, I like, they oder so, they, wie auch immer heißt dich auf jeden Fall. I like you, ich mag dich. Ja, Tikkerom they, ich mag dich. So, she doesn't love me. Ach übrigens, kleine Anmerkung, es gibt auf jeden Fall immer wieder einige Abweichungen von Rechtschreibung, Aussprache und Vokabular und sowas, wenn man es mit Norwegisch und Dänisch vergleicht, aber die sind so ähnlich, dass sich Norweger, Schweden und Dänen eigentlich mehr oder weniger fast problemlos miteinander verständigen können, ohne die jeweils andere Sprache zu können. Das ist echt faszinierend, finde ich. Und das habe ich auch selbst gemerkt, als ich die Sprachen so nacheinander gelernt habe, wie einfach das ist, von der einen auf die andere zu kommen. So, she doesn't love me. Ja. Hon heißt sie. Love war Elskar. Elskar. Nicht. Inte. Und me war dann mei. Also wie day oder so, day war, ist das mei. Hon elskar inte mei. Das dürfte dann heißen, sie liebt mich nicht. Oder wörtlich, sie liebt nicht mich oder so. Oder? Genau. Und hier hatten wir eben diese Wortstellung, die wir vorhin in dem Satz hatten, ist hier unten nochmal vorgeschlagen. Dieses Inte nach hinten zu setzen, kann man dann eben auch machen, so wie man gerade lustig ist anscheinend. Hon elskar mig inte. Sie liebt mich nicht auf jeden Fall. Wie tycker om er? Wie tycker om er? Er ist, glaube ich, diese Objektform, Objektpronomen, wie auch immer, von ni, von ihr. Also Mehrzahl, wenn ich mehrere Leute anspreche, ihr. Ihr da drüben. Und das, ne, und euch wäre dann quasi er anscheinend im Schwedischen. So. Wie heißt wir, wie im Englischen we, sehr ähnlich. Wir. Also. We, tycker om heißt mögen, we like. Und er war euch. We like you. Genau. You love them. You ist du. Genauso geschrieben wie im Deutschen. Ist auch so ein Wort, das ist auch im Schwedischen, im Dänischen und im Norwegischen, soweit ich weiß, exakt gleich geschrieben. Wie im Deutschen auch. Du. Einfach. Oder du, wie man das vielleicht teilweise eher aussprechen würde. Wie gesagt, Aussprache ist ein bisschen schwierig, fände ich manchmal. Habe ich so manchmal das Gefühl im Nordgermanischen. Aber man wird bestimmt verstanden, auch wenn man das nicht perfekt ausspricht. So, you love them. Du elskar. Und jetzt sie. Ich glaube, das war dann dem. Dem oder sowas. Oder? Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich probiere es mal. Ja, war richtig. Okay. Du elskar dem oder sowas. Oder war das auch dom von der Aussprache? Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also you love them auf jeden Fall. Du elskar dem oder so. Und elskar mig inte. Und elskar mig inte. Das hatten wir schon. She does not love me. Sie liebt mich nicht. Does not love me. Hon elskar mig inte. Sie liebt mich nicht. Auch wörtlich im schwedischen Satz. Sie liebt mich nicht. Wort für Wort. So. We like you. We like. Tikker om. You. Dich. Wie auch immer. Er für Mehrzahl. Oder dei für Einzahl. Das weiß man ja nicht genau. Weil das Englische da nicht präzise genug ist. Ist beides dann wahrscheinlich richtig. Ob man jetzt er schreibt oder they. Ja, elskar inte dei. Ja, elskar inte dei. Ich liebe dich nicht. Also wörtlich, ich liebe nicht dich. I don't love you.
So, the children love you. So, dann haben wir jetzt mal ein bisschen was anderes. The children. Also ein Kind auf jeden Fall ist Barn. So, das ist auch, glaube ich, in den im Dänischen und im Norwegischen genauso. So, jetzt haben wir Mehrzahl. Barn ist aber interessanterweise, das hat man bei solchen, also es gibt im Schwedischen genauso wie weitestgehend im Norwegischen oder zu großen Teilen im Norwegischen und halt auch genauso wie im Dänischen gibt es zwei Geschlechter. Das hatte ich beim Niederländischen auch schon mal erwähnt, das Utrum, was quasi der und die vereint und das Neutrum, was das quasi darstellt. Und wir hatten vorhin ein Mädchen zum Beispiel, das war Ehrenflicka oder Flickern mit hinten dran, wenn man sagt das Mädchen. So Ehren und das andere wäre Ett. Also wenn ich sage ein Kind, dann sage ich auf Schwedisch Ett, Barn. Also ein Kind, weil das Kind, also Kind ist im Schwedischen auch sächlich quasi. Neutral, Neutrum, wie auch immer. Ett, Barn wäre ein Kind. So, Barn, es heißt Kind. Barn, das hat man bei vielen neutralen Neutrum-Wörtern im Schwedischen und im Dänischen, Norwegischen glaube ich auch, dass die keine eigene Pluralform haben. Das heißt, Barn kann sowohl Kind als auch Kinder heißen. Wenn ich jetzt aber sage das Kind, dann mache ich dieses Ett quasi. Das kann man sich grob merken, dass häufig so mehr oder weniger die Artikel vorne von ein kommt hinten dran für das quasi. Also das ein Kind ist Ett Barn und das Kind ist Barnett. Das wäre das Kind. Aber das ist Einzahl, wir brauchen Mehrzahl. Und da ist der Artikel dann ein bisschen anders und ich glaube in dem Fall, das ist, ja, hat man häufig, dass da glaube ich dann ein Na hinten dran kommt, in dem Fall ist es glaube ich Barna für die Kinder. So, gehen wir mal mit Barna. So, lieben war Elskar, das verändert sich ja wie gesagt nicht, Elskar und du oder euch oder wie auch immer, dei, die Kinder lieben dich, müsste das sein. Barnen, ah, dann war Barna eine andere Sprache. Wie gesagt, ich habe ja angekündigt, es kann sein, dass ich das mit anderen nordgermanischen Sprachen verwechsle. Vielleicht war das im Norwegischen so, dass die Form Barna war. Das kann sein. In dem Fall wird es dann wohl Barnen sein, ja, offensichtlich, das steht ja hier unten. Aber wie gesagt, da gibt es immer wieder mal Abweichungen und das ist halt auch ein bisschen die Gefahr, wenn man Dänisch, Schwedisch und Norwegisch lernen möchte, wie ich das halt lernen möchte, dass es dann halt leicht zu Verwechslungen unter den Sprachen kommen kann. Also es kann sein, dass ich jetzt vielleicht vom Norwegischen diese Form genannt habe und nicht vom Schwedischen, denn offensichtlich ist die Form eigentlich Barnen. Barnet tycker om mig. Das tut mir leid, aber ja, ich glaube, ich habe ein bisschen durchscheinen lassen, dass ich mir da nicht so sicher war. So, Barnet tycker om mig. Nochmal bitte vorlesen. Barnet tycker om mig. Tycker om mig, ich wollte es nochmal hören. Barnet tycker om mig. Das Kind, das hatten wir eben schon gesagt, Barnet wäre dann das Kind. The child. Tycker om mig. Tycker om heißt mögen, likes und mig heißt mich, likes me. The child likes me. So, I like you. Ist alles sehr ähnlich, ne? Ja, tycker om dig. I like you. Kvinnan älskar dem. Ah, kvinnan. Älskar. Wie hat ihr das ausgesprochen? Kvinnan älskar dem. Dom. Die sagt da auch dom. Okay, interessant. Gut zu wissen. Dom. Wird es anscheinend auch ausgesprochen, auch mit dem M hinten dran. Kvinnan, also Kvinna heißt, also Moment, Kvinna heißt Frau. Ja, eine Frau wäre en Kvinna, also Kvinna ist glaube ich auch, oder? Kvinnan älskar dem. Na, das hört man nicht so deutlich aus an der Stelle, aber ich glaube es ist auch Kvinna, auch von der Betonung her. En Kvinna ist eine Frau. Und die Frau wäre dann nimmt man das EN da vorne weg und nimmt zumindest das N von da hinten nochmal dran. Dann hat man die Frau. Die Frau. Und das wäre dann die Frau. Also, Kvinnan heißt die Frau. So, Elskar, Dom. Elskar lieben, Dom heißt sie. Also, mehrere Leute. Die Leute da drüben. Sie liebt die Leute da, was weiß ich. Sie. Halt. Kvinnan Elskar, Dom. Also, the woman loves them. Die Frau liebt sie. I like it. Ja, tycker om, ich mag. Und jetzt it, da sagt man dann in der Regel im Schwedischen der. Und das T hört man in der Regel, glaube ich, auch nicht.
quasi es ist mehr oder weniger einfach der. Und je nachdem, wenn das Geschlecht irgendwie eine Rolle spielt, gibt es dann noch die Form deren, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch, das benutzt man auch, um quasi dieser, dieses oder sowas auszudrücken. Oder jener, jenes oder sowas in der Richtung. Setzt man das davor und dann muss man das, glaube ich, auch genauer ausdrücken. Auch an das Geschlecht anpassen, je nachdem, dass man da sagt, der, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, dieses Kind, sagt man dann, glaube ich, der Bahn, ich weiß nicht, ob es heißt der Bahn oder der Bahnet, da kann es sich teilweise die Sprachen auch unterscheiden, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber dann entweder der Bahn für das Kind, dieses Kind, irgendwie sowas, und dann deren für den zum Beispiel Flicker Mädchen, was jetzt in dem Fall eher das andere Geschlecht ist, oder Quinna, ist vielleicht besser, weil es im Deutschen auch anderes Geschlecht ist, also die Frau, diese Frau oder sowas. Ich weiß nicht, wie man sagt, nicht ob Quinna oder Quinnan in dem Fall, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil da sich die Regeln auch zum Beispiel unterscheiden zwischen Schwedisch und Dänisch zum Beispiel. Wie gesagt, da kann man Sachen leicht verwechseln, das ist immer die Gefahr. Aber ja, ja, dicker um der heißt ich mag es oder das oder wie auch immer. Es oder das ist, glaube ich, dann in beiden Fällen der. Das gleiche. Ja, auch dicker um der. Poiken, dicker dann. So, poiken, dicker dann. Ach, guck mal, hier haben wir das auch, das ist die andere Wortform. Guck mal, da kommt sie jetzt gerade. Poiken, also poike. Poike heißt Junge. Und jetzt haben wir wieder, ne, ein Junge wäre ern poike. Und der Junge wäre poiken. Oder poiken, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher wegen der Betonung. Aber poiken heißt auf jeden Fall der Junge. So, drinker heißt trinken, ne? Wie drink im Englischen, trinken im Deutschen, ist alles nicht weit weg. Drinker heißt trinken. So, deren, dann bezieht sich das wahrscheinlich, das deren auf ein Wort, was eben dieses Utrum-Geschlecht hat. Also der oder die wäre das im Deutschen. Und nicht das, sondern der oder die. Das wäre deren. Und das wäre, wie gesagt, der mit T am Ende. D-E-T. Det, sozusagen. Also poiken, drinker, deren. Heißt der Junge, poiken, the boy, drinker, trinkt, drinks, deren heißt einfach nur it, dann es, trinkt es. Wie gesagt, deren, da müsste man dann das Geschlecht genauer ausdrücken, wenn man es denn weiß, was er denn da trinkt. Denn auch Gegenstände, das ist ja im Deutschen genauso, Gegenstände haben eben in diesen Sprachen auch ein Geschlecht. Der Tisch ist maskulin, die Tasse ist feminin. Der Stuhl ist auch maskulin und das Regal ist sächlich neutrum. Das ist manchmal ein bisschen unverständlich, warum es denn so ist, aber so ist es in den Sprachen nun mal. Der, die, das bezieht sich nicht nur auf Personen, sondern auch auf Gegenstände. Und so ist es im Schwedischen eben auch. Das muss man dann eben leider auswendig lernen. So, they like it. Sie mögen es. Ja, sie war dom.de. Like, mögen war tickerom und it war der oder den, je nachdem welches Geschlecht das Wort hat, was sie denn mögen. Wir wissen es nicht, ich glaube, wir können uns das aussuchen, ich nehme mal der. So, ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, ob man das jetzt richtig zuweist. Im Zweifelsfall würde ich einfach der mit T am Ende nehmen. Hon tycker om henne. So, hon tycker om henne. Henne ist genau wie honom, das hatten wir vorhin schon. Honom heißt ihn und henne heißt sie in der Objektposition, ne? Also sie liebt sie. Also hon heißt sie, also she, und tickerom heißt mögen, likes, und henne heißt sie in der Objekt, als Objektpronomen sozusagen, also sie, sie liebt sie, sie liebt, she likes, achso, nee, nicht lieben, mögen. Sorry, wir sind hier bei mögen. Elska war lieben, ticker war mögen. Ich habe es auch richtig geschrieben im Englischen gerade. Ich war kurz, habe mich selbst verwirrt wieder. Sie mag sie. She likes her. So. She likes her. Hon tycker om henne. Sie mag sie. She likes her. Jag äter den. Jag äter den. Ja heißt ich. I. Äter ist auch nicht so weit vom Deutschen weg. Essen. Ich hatte es neulich beim Niederländischen schon mal angesprochen, da sieht man wieder so einen Lautwandel, der sich vollzogen hat. Im Deutschen, der sich in einer anderen germanischen Sprache nicht vollzogen hat. Beim Schwedischen steht hier noch ein T bei Erter. Und im Deutschen, ist im Englischen übrigens auch mit Eat oder im Niederländischen mit Aten. Überall haben wir ein T stehen.
Äther, Eat, Äten. Und im Deutschen ist da draußen S geworden. Essen. Und das ist so ein Lautwandel, der hat sich im Deutschen vollzogen vor 1000 Jahren oder sowas. Finde ich ganz interessant, wenn man das immer wieder entdeckt, wie sich da diese Laute gewandelt haben. Also Äther war Essen, I eat deren, it, es. So, und dann kommen wir zum letzten Satz. Ach ja, das hatten wir schon mal, das hatte ich vorhin falsch gemacht. Bahnen haben wir jetzt gelernt, ist die richtige Form. Also, ne? Bahn war Kind oder Mehrzahl Kinder, das unterscheidet sich in dem Fall nicht. Aber wenn wir sagen die Kinder, müssen wir das Bahnen hinten dran hängen. Das haben wir jetzt gelernt. Lieben war Elskar. Und dich, also you, wäre dei. Oder wir versuchen es mal mit er. Das dürfte nämlich auch sein, wenn die Kinder mehrere Personen lieben, und zwar euch. Dann wäre das Bahnen Elskar er oder sowas in der Richtung. Und das ist dann eben genauso richtig, weil man das im Englischen nicht unterscheiden kann, weil you sowohl Einzahl als auch Mehrzahl bedeuten kann. Genau, und damit haben wir es geschafft. Ich hoffe, es war interessant. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und es hat auch wieder ordentlich gedauert, bis ich hier alles durchexerziert habe. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie gesagt, mir macht es Spaß, sowas zu machen. Und jo, wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal eure Gedanken da, ob ihr irgendwas hinzuzufügen habt oder was weiß ich, ob ihr euch irgendwelche Wünsche habt oder was. Alles, was euch dazu einfällt, würde mich mal interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.